Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Witcher 2. Mit einer Katze. Geralt, du kommst gerade recht. Wo seid ihr denn geblieben, Roche? Wir hatten unterwegs ein bisschen Ärger. Oh lol, als ob ich das jetzt kämpfen muss. Ein Mensch hat mich besiegt. Ich werde alt. Was nun? Du hast Glück. Eigentlich hättest du die Folter verdient. Aber aus Mangel an Werkzeug schneide ich dir nur den Kopf ab. Du stirbst wie ein Krieger. Gut so. Bist sicher verwirrt, so kurz vor dem Tod. Gut, dass du es bist. Wär doch dumm, nach all den Jahren von einem verirrten Pfeil erwischt zu werden oder an einer Grippe zu sterben. Mist. Diesmal kommst du davon, deine Schützen sind im Anmarsch. Aber denk daran, ich habe dich einmal besiegt und ich kann es wieder tun. Das werden wir sehen. Der Mistkerl ist uns entwischt. Wir dürften noch von ihm hören. Verdammte Anderlinge! Genug davon. Was ist mit Loredo? Wo ist Wes? Loredo ist tot. Wes konnte ich gerade noch retten. Wie das? Dein Plan war überhaupt nicht... Ein Junge, Geralt. Strammes Kerlchen. Wem gehört das Kind? Moriel. Wem? Wir haben eine Elfin gefunden, die Loredo vor einem Jahr entführt hat. Er ist der Vater. Eine Elfin würde ich niemals anrühren. Genug, dafür ist keine Zeit. Das Schiff wartet. Was hast du getan? Warum? Finger weg! Ich hasse diese Stadt. Macht das Schiff startklar. Was ist mit dem Kind? Mitnehmen können wir es nicht. Aber wer in diesem Drecksloch nimmt es auf? Seherim. Gibt es Seherim aus Bindegarn? Und sagt ihm, dass es Morils Kind ist. Der Attentäter hat uns genasführt. Wie wahr? Und Triss Merigold geraubt. Der Tod Volltests hat ihm wohl nicht gereicht. Und er musste sich noch seiner Beraterin bemächtigen. Es war keine Zeit nachzudenken. Es war Zeit zu handeln. Ich zauderte nicht, an Bord zu gehen und mit Geralt ins Pontertal zu reisen. In Oberedirn lagerte König Hensels Armee. Zufällig war König auch das Stichwort für meinen Plan zur Ergreifung des Königsmörders. Die Spezialverbände von Volltest, er möge in Frieden ruhen, verhielten sich erfreulich zurückhaltend und verschonten uns auf der Reise mit Witzen der Sorte.
100 Arten, einen Elf zu häuten. Das untermauert meine Theorie, dass der menschliche Verstand zwar zum Ausbrüten von Grässlichkeiten neigt, irgendwann aber doch von der Reflexion eingeholt wird. Die vielen Knochen muss ein wahres Gemetzel gewesen sein. Wo hatte Glevisig nur so viel Zauberkraft her? Entspann dich, Detmold. Reagierst du auf Schädel und Rippen immer so heftig? Tja, amüsier dich nur. Das hier ist Magie, mit der man Kriege gewinnt. Tausende sterben auf einen Schlag. Rums, Übermacht, Zerstörung, Vernichtung. Sabrina Glevisig ist auf den Scheiterhaufen gelandet. Und das Pontartal gehört weiterhin zu Edirn. Edirn ist dem Untergang geweiht. Die Tage dieses verkommenen Königreichs sind gezählt. Daran ändert auch ein Bauernaufstand nichts. Da irrst du dich, Detmold. Dieses Land lebt. Das spüre ich. Es ist wie ein verwundeter Bär. Mit Narben übersät. Von Hunden blutig gebissen. Aber immer noch gefährlich wie der Tod selbst. Das gibt einen schönen Krieg. Herr, die Edelleute aus Edirn werden es nicht wagen, gegen dich aufzubegehren. Dafür habe ich gesorgt. Du wirst es gleich sehen. Was hab ich eigentlich für einen komischen Gürtel? Dass Könige immer so idiotisch aussehen müssen. Majestät, es lebe der König! Ich finde da oben den, was ist das? Meteoriten? Viel beeindruckender als ein König. Och, seine bescheuerte Krone mit dem Pferdekopf obendrauf. Ist ja albern. Baron Fellhard hat immer schon durchblicken lassen, dass er gerne die Seiten wechseln würde. Ein Schurke, wie er im Buche steht, dieser Fellhard. Der Rest hat riesen Angst vor Saskia und ihrer Bande von Bauern und Anderlingen. Sie sind nicht gewappnet für einen Krieg, das ist ihnen klar. Was ist mit dem Avens Bengel? Hat er sich auch verkauft? Fürst Stannis blieb die Antwort schuldig, aber Fellhard hat uns versichert... Ich muss ihm dabei schon in die Augen sehen. Erst dann weiß ich, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Wir grüßen untertänigst seine Majestät Henselt, König von Kedwan, Stammhalter derer von Einhorn, Herrscher auf Ard Carrey, Erzherzog zu Ban Ard, Bezwinger Nilfgaards. Willkommen in Edirn. Wie viel verlangt ihr? Majestät, belieben zu scherzen. Es ist mir ernst, todernst. Was kostet eure Unterschrift? Wir dachten da an 100.000 Novigrader Kronen und den Titel eines Marquis. Für jeden. So, so. Oberedern, das sind Silber- und Kohleminen, zahlreiche Manufakturen, der einzige Marmorsteinbruch diesseits der Jaruga und ein Handelsweg von Ost nach West. Es heißt Niedermark. Ihr tätet gut daran, die neuen Bezeichnungen zu lernen. Im Gegenzug leisten wir Majestät den Lehnseid und erkennen euch als den rechtmäßigen Herrscher über dieses Land an. Die Hälfte oder gar nichts? Machen wir mal die Hälfte. Ihr bekommt 50.000. Und den Titel könnt ihr vergessen. Dafür stellt ihr meinem Heer Führer, Verpflegung und Quartier in euren Schlössern. Aus euren Soldaten wird ein Spezialkorps unter Kommando des Magiers Detmold gebildet, das den Auftrag haben wird, den Bauernaufstand niederzuschlagen. Herr, die Menschen werden uns nicht begreifen. Ja, Fellhard, sie werden euch hassen. Doch immerhin lebt ihr. Dazu recht betucht. Ihr könnt euch auch von der Drachentöterin Saskia umbringen lassen. Oder von mir. Majestät, wir nehmen eure Bedingungen an. Detmold, das Dokument. Doch da ist noch die Sache mit Fürst Stannis und seinen Rechten an diesem Land. Solange er lebt, solange der Fürst lebt, wird er dieses Land für sich beanspruchen. Mach ihn eben kalt, Fellhard. Majestät, ich bin kein Krieger.
Dann halt endlich den Mund und unterschreib. Herr, die Drachentöterin ist mit ihrer Gesandtschaft unterwegs hierher. Ausgezeichnet. Lasst sie durch. Na, wird's bald. An die Feder. Her mit der Unterschrift. Aus reiner Neugier. Was kostet Ober-Addon eigentlich? 50.000. Wie viel würdest du denn verlangen, mein Liebchen? Majestät, verbietet diesen Trottel das Maul, sonst ziehe ich ihm die Zunge lang und knote ihm den Hals damit zu. Ich? Herr, lass sie festnehmen. Klapp endlich das Gesicht zu, Detmold. Diese Saskia gefällt mir. Frau, was willst du von mir? Zieh dich mit deinem Heer zurück. Erkenn Ober-Addon als unabhängig an. Hör mit der Verfolgung von Anderlingen auf und gib ihnen freien Abzug aus deinem Reich. So rettest du dich und dein Heer. Wie dreist du bist, Weib. Meine Soldaten würden mich für feige oder verrückt halten. Ich bin Henselt von Ard-Carré. Ich kusche nicht vor Weibern. Auch nicht, wenn sie Drachen töten. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Ich fordere dich zum Zweikampf, König. Hier und jetzt. Vor den Leuten und ihren Göttern. Wie früher, als noch Menschen mit Ehre im Leib über die Welt herrschten. Und Ober-Addon geht an den Sieger. Die hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Fordert den König heraus. Herr, auf dem Schlachtfeld machen wir sie nieder. Aber diese Frau hier tötet angeblich Drachen. Sie könnte gefährlich sein. Ach komm, ich werde kämpfen. Das macht sie zu einem würdigen Gegner. Enttäusch mich nicht, Drachentöterin. Zeig mir, was du kannst. Fangen wir an. Kann ich mich jetzt einfach von ihr töten lassen? Im ritterlichen Zweikampf treten gegeneinander an. Henselt von Ard-Carré, König von Cadwen, Herrscher über Kaingorn und Maleore, letzter vom Stamm des Einhorns. Und Saskia, das Weib, das einen Drachen erschlug. Der Sieger erhält Ober-Addon. Mögen die Götter weise entscheiden. Wohlan denn, lasst uns beginnen. Zieht das Schwert! Boah, ich mach die ja nur nieder. Du kriegst aber gar keinen Schaden. Na, ich hatte eigentlich gehofft, dass es anders ausgeht. Ja, so ungefähr. Stopp! Stopp! Im Namen von Greve, Freya und Melitele! What the fuck? Was passiert da? Was denn, Civic? Hast du eine Schnapsbirne? Erkennst du mich nicht? Oh Mann, ich glaub, mein Kater badet. Was suchst du denn hier, Rorsch? Der Hexer. Ist mir bekannt, wer das ist. Der Königsmörder beim Lager des Königs. Und nicht einmal in Ketten. Locker, Jungs. Er ist nicht der Mörder. Ich bürge für ihn. Und den König nun... Euren muss ich dringend sprechen. Da wird sich der gnädige Herr Ritter wohl gedulden müssen. Keine Bewegung, Mutant. Hol mal einer den Hauptmann. Und eine Leine. Wir werden das verdammte Untier fesseln. Nein, Civic, nicht nötig.
Wo finde ich den König? Draußen auf dem Feld, er verhandelt gerade. Königsmörder, lass die Waffen fallen. Oder muss ich dir erst meine in den Hintern rammen? Keine Bewegung! Halt ja still, Mutant! Lass deine Hände sehen! Feuer! Mach ihn fertig! Was zum Teufel? Ja, schlägt der Meteorit gleich hier ein. Ja, der Himmel ist violett. Es ist schon die ganze Zeit eine anstrengende Farbe. Habt ihr recht. Was ist hier los? Na, so sieht man sich doch mal wieder, Sheila. Ups. Halt die Geister in Schach, damit Detmold die Energie für den Zauber sammeln kann. Bist du der nächste König, dem ich mich verschreibe und den ich ins Grab bringe? Gibt es eigentlich Erfahrungspunkte dafür? Nö. Ist ja scheiße. Und Roche wirft die ganze Zeit ein Draugur. Okay, was ist ein Draugur? Für den wenigstens Erfahrungspunkte, weil der ein Special-Gegner ist und wahrscheinlich gescriptet. Nö, auch nicht. Doch, Erfahrungspunkte, 19. Vielleicht hätte er dann auch für die anderen Erfahrungspunkte bekommen. Wie viele von denen laufen hier noch rum? Das war's. Fertig! Haltet euch an mir fest! Was ist hier los? Wo ist die Sonne? Kann ich eigentlich speichern? Jemand hat einen Fluch ausgesprochen. Einen gigantischen Fluch. Und? Was jetzt? Ich schaue mal bei Spiel Laden, weil wir sind eigentlich am Ende der Folge angekommen und meine Aufnahmesession ist eigentlich auch zu Ende. Vorspiel zum Krieg Cadwin. 17, 18, jo, passt. War vor 3 Minuten. Gut.
Dann bedanke ich mich an der Stelle mal wieder bei euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.